Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Wir haben in der letzten Folge den Wolkenfänger, den namensgebenden Turm des Spiels quasi. What did they didgeridoo? Feuerwerk! Woo! Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es war cool. Betreten. Da ist eine Schatzkiste. Und müssen den reparieren, da dort anscheinend das Problem mit der Düsternis herkommt. Ich habe mich auch ein bisschen klug gemacht, wo wir die ganzen Objekte herbekommen. Sonst würden wir hier so ewig rumsuchen und... Kann ich hier nicht wieder zurück? Ich muss eigentlich... Ah, bei dir, logischerweise. Dich habe ich nicht gesehen. Das will ich mir ganz kurz anders hinsetzen, weil wir sonst hier ewig durch die Gegend irren würden. Wir müssen sogar zu einem Dorf, das wir noch gar nicht kennen. Das wir noch gar nicht gesehen haben. Und zwar ist das richtig auf dem Berg, wo ich die ganze Zeit hin will. Das heißt, wir können quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir jetzt nochmal den Berg besteigen. Da ganz hinten irgendwo. Ich sehe ihn gerade nicht, aber ja, whatever. Ihr wisst, welchen Berg ich meine. Oh, hier haben wir noch Nebel bzw. Düsternis, die wir noch nicht beseitigt haben. Können wir uns theoretisch auch gleich drum kümmern. Oh, hier oben waren wir generell noch nicht. Kann das sein? Haben wir hier... Ah, wir kommen direkt beim Händler raus. Never mind, ich habe nichts gesagt. Oder? Ah, nee, wir kommen oberhalb des Händlers raus. Und haben hier das Symbol, das wir bei einem Stein der Weisen bekommen. Der auch da oben ist? Wie komme ich zu dir? Wie komme ich zu diesem Stein? Hier komme ich zu diesem Stein. Ey, du! Zeige den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Leuchte Licht auf den Stein der Weisheit. Ah, leuchtet Licht. Oder soll ich vielleicht... Hä, nein. Moment. Ich bin gerade mit meiner Aufgabe überfordert. Wie soll ich Licht auf den Stein leuchten? Ach so, vielleicht indem ich... Ich möchte den eigenes Ziel, so. Hallo, eigenes Ziel. Spiel. Und jetzt muss ich noch den Stein der Weisheit treffen damit und dann funktioniert das vielleicht auch, oder? Ist es das? Es ist das nicht, oder? Ha. So, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hoch. Und da ist auch die Düsternis. Ja. Ja. Irgendwie muss ich darüber. Das Problem ist, die Wand werde ich wieder nicht hochkommen. Weil der immer so komisch abspringt. Von Rändern. Mit der meine ich natürlich unseren netten Protagonisten hier. Aber hier könnten wir hochkommen. Hüpf. Ja, hier scheinen wir ein bisschen hochzukommen. Da nicht. Hier vielleicht irgendwie, wenn ich... Would you please... Nein, bitte nicht. Und dann hier... Geh da hoch! So! Perfekt. As intended. Absolut. Mach den Nebel weg. Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genauso hier hochkommen sollten. 100% sicher.
Das Grasland wurde komplett von Düsternis befreit. Wundervoll. Das ist natürlich sehr gut. Weil wir haben Skill. Miau! Miezekatze! Miezekätzchen. Ich habe extra mit der Aufnahme gewartet, bis Tag wurde, damit wir hier nicht im Dunkeln rumirren. Und es wird halt sofort wieder dunkel. Klar, wir haben Winter. Winter ist eine dunkle Jahreszeit. Aber, Spiel bitte nicht so viel Dunkelheit. Siehst du, jetzt bin ich wegen der Dunkelheit hier in ein Loch gefallen. Uncool. Uhunkuhul. So, ich will ganz kurz... In welchem Gebiet sind wir eigentlich? Sind wir schon... Ich muss nach unten drücken. Nee, wir sind noch an der Sunderwild-Wildnis. Nee, hier in dem Gebiet gibt es noch irgendwo eine Stadt, die wir finden müssen. Die wir noch gar nicht gefunden haben. Allein das macht mich schon wahnsinnig neugierig. Du kannst den Sunderwindhof bauen. Oh, hier können wir einen Bauernhof bauen. Nice. Bauen wir doch gleich mal einfach, um ihn zu haben. Wir müssen hier ja nicht irgendwie groß jetzt dran rumdoktern. Aber einfach, um ihn zu haben. Kann man schon mal machen, oder? Kann man definitiv schon mal machen, würde ich sagen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt zur Düsternis? Die hätte ich vielleicht... Ah, da hinten. Hab sie gefunden! Komm, mach weg. Schwing! Und dann kloppen wir hier schnell mit dem Hammer alles klein. In der Hoffnung, irgendwas Nützliches zu bekommen. Haben wir was Nützliches bekommen? Nein. Gut, dann halt nicht. Ciao. Wir wollen eh da hoch auf den Berg. Da bringt uns das alles jetzt sowieso nicht so viel. Ich setze mir mal... Hier vielleicht... Den Marker. Ich weiß nicht, wo wir am besten den Berg hochkommen. Weil wir müssen ja nicht wieder durch den Berg. Beim letzten Mal sind wir ja so halb durch den Berg durch. Wir müssen ja den Berg hoch. Das... Ich weiß nicht, von wo wir das am besten angehen sollen. Die Karte ist natürlich auch nicht sonderlich viel zu sagen, was das angeht, oder? Nee, natürlich nicht. Erz, ja, Erz lasse ich jetzt mal... Lasse ich mal alles links liegen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass wir es so... Nein, nein. Nein, definitiv nein. Ich glaube aber... Lass mich mal... Überlegen, wir sollten auch... Lasst mich mal ganz kurz auf meine Cheat-Webseite. Ja, wir müssen auch in das andere Dorf hier im Schneegebiet, in dem wir schon waren. Waren wir hier schon? Haben wir uns hier schon umgeschaut? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sieht aber eigentlich nicht so aus, ne? Hier liegt aber kein Buch in der Gegend rum. Nein. Also keins, das ich sehen würde. Ah, schade. Dann folgen wir mal hier dem feurigen Feuer. Das scheint ja irgendwie so einen Aufstieg zu markieren. Habe ich das Gefühl. Was ist das? Sieht cool aus.
Ich höre auf jeden Fall eine Schmiede. Das könnte ein gutes Zeichen sein, dass hier etwas ist. Klonk, einmal hier durch. Jetzt ist es auf der linken Seite. Wir könnten vielleicht mit etwas Glück hier doch tatsächlich beim ersten Versuch richtig sein. Ja, Cinderton! Das ist eine verdammt große Kerze, die ihr da habt. Welche Bücher lesen Matrosen? Logbücher. Der war nicht mal lustig, der Witz. Warum ist der Eingang versperrt? Was habt ihr denn hier als Handelswaren? Nix. Gut, dass wir das geklärt haben. Was ist das? Maschinenteile. Let's go. Ich bin gerade etwas überwältigt. Hier gibt es gerade so viel, mit dem wir sprechen könnten. Fangen wir mit dir an. Taki, junger Reisender, was machen die Grün, was macht ein Grünschnabel wie du an einem Ort wie diesem hier? Nun, eigentlich ist dieser Ort so gut wie alle anderen. Ha! Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vera Starkarm, Anführer der Konstrukteursgilde. Stein, Ziegel, Mörtel, Erz, Barren, das ist unser Geschäft. Schätze, du bist hier, weil du dich mir und meiner tollen Truppe in der Konstrukteursgilde anschließen willst. Ja. Das ist einfach, du musst mir nur eine Burg bauen. Was? Ah, ich mache nur Spaß. Ach so, ich dachte schon. Ich gebe dir eine Liste mit Materialien, die wir brauchen. Bring mir die und dann sehen wir weiter. Ach, hab ich. Kann ich dir direkt hier, hab ich in meiner Hosentasche. Eisen, Erz und Kohle habe ich immer in meiner Hosentasche. Oh, du wunderbarer Wicht, du hast alles. Nimm dieses Konstrukteurset und Rezepte für Kopfstein, Eisenbarren, lege los mit dem Bauen. Ich brauche alles auf dieser Liste. Was? Ach, ich muss, sorry. Kurzer Denkfehler. Wir müssen natürlich wieder herstellen. Konstrukteur hier. Gut. Komm her, Vera. Ich hab gebastelt. Ich hab gleich gesehen, dass ein Baumeister in dir steckt. Starker Arm, entschlossener Blick. Ein Baumeister eben. Du bist nun ein offizielles Mitglied der Konstrukteursgilde, mein Freund. Bitte nimm diese Rezepte als Belohnung. Frohes Bauen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. So. Gut gemacht. Du hast die du hast als Konstrukteur der Gilde den Was? Ich habe gerade den Satz voll verkackt. Moment. Gut gemacht. Du hast als Konstrukteur die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Aber laut meinem Guide hätte ich mit dir sprechen sollen, dass du uns weiterhilfst. Okay, dann eben. Du willst das Herz des Wolkenfängers reparieren. Gut, dann reden wir halt mit dir anscheinend, dass du auch... Ja, ich bin vielleicht die Einzige, die dir dabei helfen kann. Meine Großmutter hat den ursprünglichen Mechanismus gebaut, musst du wissen. Sie hat mir ihr Wissen weitergegeben. Ich kann die Ersatzteile bauen, die du brauchst. Oh, aber zuerst brauchen wir Himmelserz. Du findest es in den Starkhöhlen, ein unheimlicher Ort, dessen Zugang vor langer Zeit verschlossen wurde. Nimm diesen Schlüssel. Er schließt die Tür zu den Höhlen auf, in denen du Himmelserz abbauen kannst. Ich werde draußen Wache stehen. Okay. Die scheinen hier... Ah, die sind direkt hier ums Eck. Das ist natürlich wunderbar. Und wir kriegen immer noch neue Rezepte, die wir durch die Konstrukteursgilde freigeschaltet haben. Das ist natürlich cool. Los, mach die Fackel an. Danke. Gruselig. Hä, ich dachte, der Eingang hier ist verschlossen. Warum ist hier denn jemand drin? Der alte Wilson. Hinfort mit dir, garstiges Gespenst. Du bist kein Gespenst. Ha, besser kein Risiko eingehen. Als der Unfall mit dem Wolkenfänger geschah, war ich vorbereitet. Ich nahm Betsy mit und wir versteckten uns hier unten. Alles wäre gut, wenn er nicht dieses Gespenst mit seinem furchtbaren Kreischen. Betsy fürchtet sich so sehr, dass sie den ganzen Tag lang nur stöhnt. Ich habe das Gespenst nie gesehen, aber es ist da. Es stiehlt dauernd Betsys Keliumsamen. Ja, ich höre da auch was weinen.
Aber es scheint eine Quest für mich zu haben, was auch immer da weint. Ah, nee, das ist tatsächlich der Samen. Ich glaube, dich muss ich einkloppen. Es klingt nämlich so, als wäre hier hinter was. Aber nach Gespenst klingt das jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Es klingt mehr nach Kind, das sich verlaufen hat. Ah, nein, es ist eine Fee. Hallo, bist du ein Gespenst? Nein, ein ganz normaler Mensch. Entschuldige, dass ich so gekreischt habe. Ich habe eine Heidenangst vor dem Gespenst. Hörst du nicht sein Stöhnen? Es ist so laut und furchtbar, dass ich mir schon Zeliumsamen in die Ohren gesteckt habe. Die unheimlichen Geräusche kamen von einem Groffel. Das erklärt das mit den Zeliumsamen. Lass mich mitkommen. Du kannst diesen Leuchtstein haben. Ich habe damit das Gespenst ferngehalten. Aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Wow. Wow, die haben sich gegenseitig für das Gespenst gehalten. Ist natürlich klug. Aber warum mäht das Ding jetzt weiter? Das Gespenst war also nur ein Geisterwesen, aber nur du kannst ihn sehen und du nimmst ihn mit. Okay, ihr Leute von der Oberfläche seid alle verrückt. Ihr seid alle verrückt! Verrückt, sage ich. Vergiss es, ich bleib hier unten. Nimm diesen Stein und lass Betsy in Frieden. Gib mir den Stein, danke. So, der nächste Stein ist wohl etwas tiefer in der Höhle, wie es aussieht. Hier ist nichts. Moment, hier waren wir doch schon. Hier haben wir doch den... Moment. Ich habe gerade etwas die Orientierung verloren, würde ich behaupten. Da können wir noch rein. Klonk. Da haben wir was. Einen. Sind wir bei 3. Reicht leider noch nicht ganz. Hey, ich hab... Oh, ich habe den Hammer nicht ausgerüstet. Ich bin blöd. Die Kompetenz hat wieder zugeschlagen. Wo könnten wir... Hier können wir doch bestimmt auch durch mit dem Hammer, oder? Natürlich können wir hier durch mit dem Hammer. Wir kloppen uns einfach den Weg hier frei. Da hinten haben wir noch. Da leuchtet es rot. Fehlt noch eins. Ja, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Ich sehe jetzt aber trotz allem noch nicht ganz, warum die Höhle hier so gefährlich ist. Weil irgendwie ist es hier weder gruselig noch gefährlich. Das einzig Gruselige hier dran ist der alte Mann. Und der wirkt trotzdem da oben recht harmlos auf mich. Hier rum. Da haben wir das letzte Erz. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Weg nach draußen finden, den ich vermutlich nicht finden werde. Weil ich mich kenne. Sackgasse, sage ich doch. Euch kann ich auch zerkloppen. Bringt mir aber nicht sonderlich viel. Hallo, Ausgang? Definitiv kein Ausgang. Hallo, Ausgang? Kein Ausgang. Hallo, Ausgang? Ausgang? Ausgang. Hallo, hallo. Ich würde hier echt gern wieder raus. Ich habe, was ich brauche. Hier? Wohl nicht. Oder doch? Oder nicht oder doch? Oh, doch. Sehr gut. Wow. Da unten habe ich kurzzeitig die Orientierung komplett verloren. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geben wir mal das Himmelserz ab, das wir in Starkhöhlen gefunden haben.
Das würde dann immerhin nicht das schwerste Objekt, das wir brauchen, darstellen. Das, Ding, ich habe gerade voll vergessen, was ich sagen will und stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Wow, Mist. Ich hab grad voll den Hirnlag. Mein Hirn laggt gerade richtig. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Was war das? Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.